Hallo, Hallöle, willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen Raids. Heute hast du noch irgendwas? Du hast Katagami. Ah, hier, komm. Ich mach's jetzt einfach, komm. Ja. Katagami. Mach einfach. So kann ich halt hier auch noch irgendwie ein bisschen rausfiltern. Wir nehmen einen Deputitox. Ich nehme das übrigens ziemlich spät auf. Und zwar kommt es heute an diesem Samstag, den 17.2. 17.2. Ja, 17.7. Ja. Gestern irgendwie nicht mehr so Lust gehabt. Heute Pokémon Go Fest. Ich habe die ersten 4 Stunden gut genossen, sagen wir es mal so. Jetzt ist es 15:25 Uhr, ich habe sogar noch ein bisschen mehr gemacht. Und irgendwie fehlen mir halt noch von den Sammlungen 2 Pokémon. Also für alle, die das hier sehen, ne? Pokémon Go Fest 2021. Wenn ihr das mal in ein paar Jahren seht, ist ein Online-Fest wie auch 2020 das war. Also ein virtuelles Ding. Gigagestank. Und ein paar Shinies gab's. Ich glaube, 2 Pokémon aus den Sammlungen fehlen mir. Mal nachgucken, ich glaube, ich habe das Ding hier mal offen. Gerade mein Spiel hier so ein bisschen. Angela und Zapplerang, das ist so ein Zappler, dieses Zappel-Ding. Ja. Zappladek, ja. Zappladin, genau, Zappladin heißt es. Zappladek ist die Entwicklung. Egal, ihr wisst auch, was ich hinaus will. Und ich muss ja jetzt hier nicht unnötig alles machen. Wenn die Hälfte ja geschafft ist, dann kann man ja immer noch ein bisschen was für morgen aufheben. Oh. Ich mache jetzt einfach Doppeldinger hier. Da fangen und da. Nein, natürlich nicht. So, Gigagestank. Also ich habe mich ein bisschen ablenken lassen vom Pokémon Go Fest. Und jetzt machen wir Azumarill platt. Und das sieht halt auch schon heftig aus, ne? Mit dem. Was ist das da? Ein Spielzeugboot? Haus? Naja. Alles Mögliche, was da so drin ist. Fang. Ins Team aufnehmen. Kann man ruhig machen. Auch noch ein Wasser-Pokémon, oder? Ich könnte noch ein anderes nehmen. Ja gut. War jetzt, hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Nicht wirklich. Nicht für das, auf alle Fälle. Ja, mach mal trotzdem einfach. Hey,
Ja, das ist zum Beispiel gut, wenn man da so ein Elektro, also ein Pokémon mit Elektroattacken drin hat. Ist einfach mal paralysiert. Nee. Nee, warum nicht? Psycho. Ich kann euch jetzt auch ins Verderben reinlassen, indem ich zum Pflanzen-Pokémon gehe, aber mache ich nicht. Noch ein Wasser-Pokémon habe ich keinen Bock. Ach, das schon wieder. Das hat man doch schon. Doll, ne? Bisschen Regentanz. Warum? Warum nicht, ne? So. Dann war halt einfach mal selber wieder groß. Diesmal mit Sion. Okay. Einmal tot, passiert. Sind auch nicht gerade in der Typ-Vorteil. Autsch. Jetzt wird's eng langsam. Bei 2 wird's dann eng. Da kommt ein Pokémon wieder, und zwar hat die
Naraya. Oder so. Ja, es war Paltinaya, Naraya. Ich hab schon richtig gesagt. Da werden wir wieder klein. Auch wieder zu Heido. So, damit ist Maritalin mal besiegt. Ist ja schon mal was. Damit können wir ja arbeiten. Ba 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 da 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 bla bla. Komm, wir nehmen es einfach mal ins Team auf. Pflanze. Ist besser, als wenn wir hier mit dem Eiswasser-Pokémon weitermachen. Das ist effektiv, wenigstens. Angriffskraft durch Lebenspunkte austauschen ist auch merkwürdig. Man erzielt Angriffskraft, um selber Lebenspunkte zu generieren. Ist eigentlich gar nicht mal so typisch. Typisch ist ja eher Lebenspunkte klauen, um Lebenspunkte zu generieren. Hey. Maritalit ist halt nur Marienkäfer, so wie Ladybar. Ne? Ein Marienkäfer. Manchmal werden halt Tiere öfter mal verwendet. Gewisse Dinge halt irgendwo auch zu zeigen. In dem Fall, das ist ja einfach mal die Gigadynamaximion raus im Ufer zu machen, zum Beispiel. Ein paar Wirrungen. Und nur Schwertanz. Naja, gut. Das muss halt aber auch überleben. Bringt ja nicht, zum Beispiel den Angriffswert zu steigern, wenn du ja nur kurz vor Ende bist.
So. Na, okay. Schade. Ui. Einmal und wir sind am Ende. Komm, das sollten wir ja jetzt wohl schaffen. Das ist halt immer doof, ne, wenn da keine Lebenspunkte weggehen, sondern nur Angriffswert. Hier stecke ich jetzt mal die Initiative. Okay, das ist mal anders. Ah, besiegt. Bums. 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 Klasse, Mann, Katagami wurde gefahren. So. Ja. Okay. Das war's doch aber eigentlich nicht, oder? Ich hab schon wieder vergessen, welches Pokémon ich brauchte. Aber warum kriege ich jetzt auf einmal ein? Ich geh mal kurz. Ich geh mal kurz hier nochmal hin. Wollte nicht sein. Ach nee, Moment, die war ja nicht hier. Ich hab alles vergessen. Mein Haus war aber auch nicht drin. Kennt ihr das, wenn ihr alles vergisst, was ihr eigentlich mal machen wolltet? Kann mir die Karte nicht einfach sagen, was ich machen soll? Null. Ich kann aber kurz noch mal was gucken.
Agentennotiz X, darum ging es ja. Schon gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Ich guck mal kurz im Beutel. Für was war nochmal diese Legendennotiz X? Das ist, wenn man immer sonst wie Pause macht. Alles wieder vergessen. Es ist auf alle Fälle ein anderes Pokémon gewesen, genau. Leicht verwirrt, aber es war ein anderes Pokémon. Dann musste ich es zeigen, genau. Pioni. Das hat gar nichts mehr hiermit zu tun. Okay. Okay, also ich blicke erstmal wieder durch. Aber ich werde jetzt einfach mal ein paar Pokémon fangen. Weil ich mich ja gerade selber verwirrt habe. Um einfach zu gucken, was wie Nikro kann. Geil. Level 20. Cool. Und was kann Voltriant? Voltriant? Ah ja. Cool. Das kann Pokémon besiegen. Das wollte ich vielleicht fangen, aber okay. Level 21. Charm, ne. Ein bisschen Watt aufnehmen. Watt. 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 Wenn ich mich schon selbst verwirre. Noch nicht mal eine Schneespur hinter mir, ne?
Egal, hier kann man noch ein bisschen Watt aufnehmen. Da vielleicht noch ein bisschen Watt. Und dann fahre ich mal wieder zurück zum Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, und zwar wieder zu den Düner. Moment, das war nicht hier. Zu den Düner. Zu den Giga. Zu den. Zum Nest halt. Ohne hinzufliegen. Da, genau. So ein bisschen Orientierung habe ich doch noch. Hast du noch was für mich? Naja. Okay. Wir machen einfach beim nächsten Mal ganz normal weiter. Bisschen was gibt's noch, wenn das nächste Mal ist. Hier sieht's in einem Plan und so. Ich speichere. Oder wenn es halt auf YouTube ist, einfach das nächste Video. Bis dahin und ciao, ciao. Gerne Kanal abonnieren, kommentieren, liken, Glocke klicken, ihr wisst schon. Bis dahin.